Der Wahlkampf in Essingen scheint dieses Jahr sehr harmonisch abzulaufen. Die CDU war am gemeinsamen Essinger Hauptkampftag am Samstag, den 10. Mai, mit zwei Ständen vertreten und verteilte Rosen an alle Mütter, die an Ständen am Turnplatz oder am Luitpoldplatz vorbeikamen. Ob es jetzt schon ältere Damen, jüngere oder sogar erst möglicherweise werdende Mütter waren, alle bekamen eine gelb-orangefarbene Rose mit den besten Wünschen zum Muttertag überreicht. Auch die Herren der Schöpfung freuten sich über eine Rose. Hatten sie dann doch eine kleine Aufmerksamkeit für die eigene Mutter oder eigene Frau parat? Vor allem der Vorsitzende Bernd Schweigert freute sich, allen Müttern eine Rose zum Muttertag überreichen zu können und verband natürlich damit die Hoffnung, etwas Aufmerksamkeit für seine Partei zu erhalten. Auch im Wahljahr 2014 hat die CDU Essingen ihre Rosenaktion zum Muttertag in bewährter Tradition fortgeführt. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr allen Müttern wieder eine Rose überreichen können und hoffen, dass die Essinger Bürger eine gute Entscheidung bei der Kommunalwahl 2014 treffen. Die grüne Bürgerliste Essingen stellte an ihrem Stand von Kindern bemalte Bohnenstangen aus und wies dort am Luitpoldplatz gleich auf ein ungelöstes Verkehrsproblem hin. Die Gehsteige dort waren für Rollator- und Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen eindeutig zu hoch und stellten laut dem Bürgermeisterkandidaten Gerd Bayer von der grünen Bürgerliste Essingen ein Gefährdungspotenzial für diese genannte Gruppe dar. Das war natürlich nicht das einzige Verkehrsproblem, das Bayer ansprach. Ja, willkommen, herzlich willkommen am Infostand der grünen Bürgerliste hier in Essingen für die Kommunalwahlen im Mai. Haben wir hier einen Infostand und informieren die Bürger hier über unser Wahlprogramm. Klassisches Beispiel, hier sieht man schon eins unserer Wahlziele. Mit dem Verkehrskonzept wollen wir auch hier aufzeigen, welche Probleme sich in Essingen stellen mit den hohen Barrieren hier für Behinderte, mit einem Platz, wo die Autos hier mit Sicherheit über 50 km/h vorbeifahren. Das ist so ein Bereich, was wir verbessern wollen hier in Essingen und wo es gilt, etwas zu tun. Scheinbar der Politik enthoben, sammelte die FEG in ganz Essingen an diesem Tag Korken für einen guten Zweck, so wie jedes Jahr. Gut sichtbar sollten die Bürger am heutigen Tag ihre Korken bis 9 Uhr am Straßenrand platziert haben, wo sie dann auch bei jedem Wetter abgeholt wurden. Aber es wusste natürlich jeder, dass Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen anstehen und es wusste auch jeder, als ein Traktor mit einem kleinen Anhänger um die Ecke bog, hier kommt die FEG. Dennoch, es handelt sich hier um eine ehrenamtliche, verdienstvolle und vor allem jährlich wiederkehrende Aktion der FEG namens Korken für Kork. Die Sammlung dient nicht nur wichtigen Umwelten- und Naturschutzprojekten, sondern steht zugleich für die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für behinderte Menschen im Epilepsiezentrum Kork. Aber egal, ob es sich nun um Rosen, um Bohnenstangen oder um Korken, um Politik oder Ehrenamt handelte, überall waren gute Laune, freundliche Worte, Spaß und Humor zu bemerken. Und ich glaube, am meisten Spaß hatten heute auch eindeutig die Kinder. Und wo war die SPD und auch die FDP? Nun, die SPD hatte eine übergeordnete Veranstaltung auf dem Gelände von Hornbach. Sie wird ihren Essinger Stand am kommenden Wochenende aufstellen und den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen. Und wo war die FDP? Wir wissen es nicht. Noch nicht. Aber wir sind sicher, auch hier wird noch etwas kommen.